Hallöchen und willkommen zurück bei Let's Play Asuras Wrath, der Zorn von Asura. Boah, die Musik ist so geil. Wahnsinn, richtig orchestralisch. Ich liebe es. Was ich auch liebe, ist die mega geile Idee, das habe ich noch gar nicht gesagt, dass diese Episoden sich ein bisschen so anfühlen wie Anime-Episoden. So knapp 20 Minuten lang, in der Mitte so ein... Was sagt man dazu? Also das Bild, das in Japan kurz vor der Werbung kommt und das nach der Werbung, dass man weiß, okay, es geht weiter oder es kommt gerade Werbung. Das kennt ihr wahrscheinlich von jeder Anime-Episode ever. Also genauso wie bei den ganzen Parts kommen auch in der Mitte dann zwei so Bilder. Und das Ganze guckt sich auch irgendwie so ein bisschen an wie eine Anime-Episode. Das finde ich schon mega geil. So, und jetzt geht's weiter mit Episode 5. Ein wertloser Sieg. Und da sehen wir schon... Ach, wie ist der? Wüsan, also deine Fette da, den wir schon in der vierten Episode, also im vierten Part schon bekämpft haben. Aber ich dachte mir schon, der wird nicht ganz tot sein. Und da ist er wieder. Vielleicht machen wir ihn richtig fertig. Mal gucken. Also, viel Spaß mit Episode 5. Ein wertloser Sieg. Wiesen, Weisen, keine Ahnung, einer der selbsternannten sieben Gottheiten ist darauf bedacht, Asura zurück nach Naraka zu schicken. Also wahrscheinlich in die Hölle, glaube ich. Seine Kräfte sind jetzt noch schrecklicher und furchterregender als zu seiner Zeit, als er noch als einer der acht Wächtergeneräle diente. Und mit diesen Kräften droht er nun, Asura zu vernichten. Und die neuen Kräfte hat er ja nur bekommen, weil die sieben Gottheiten, so heißen die genau, die sieben Gottheiten, höchstwahrscheinlich meine Tochter, dessen Namen ich gerade vergessen habe, dazu gezwungen haben, ihre Kräfte dazu zu benutzen, dass sie noch stärker werden. Und das wird meinen Zorn, meinen Wrath, noch weiter stärken. Oder noch weiter nähren. Genau. So, jetzt spielen wir mal ein bisschen. Beginnen Sie die Episode von Anfang an. Okay. Natürlich. Okay, Weiser. Komm her. Ziehen Sie mit Ellie beim Gegner? Dreieck? Ja, schön. Es ist episch, ich will nichts lesen. Ich will ihn zerstören. Auch wenn ich nicht gerade glaube, dass er das Misshandel getan hat, aber ich denke mal, dass er auch irgendwie dahinter steckt. Also ganz unschuldig wird er nicht sein. Der Fettsack. Oh. Hoppla. Hoppla. Und hoppla. Boah, ist echt mega. Ausweichen auch mal. Ausweichen war ja. Keine Ahnung. Oh, das war zu früh. Zack! Das war zu spät. Oh.
Halt die Fresse! Ich treffe ja so gut. Oh, das wird schon irgendwie. Oh, das ist auch noch eine. Super. Mann, oh Mann, oh Mann. Ich bin ein bisschen überfordert gerade. Da ist einer, da kommen die Kanonen. Da muss ich auch noch rumballern. So, wenigstens kein einer zurück. Ist das schon mal was wert? So, dann hier noch ein bisschen. Moment. L2. Dann den ein bisschen fertig machen. Warten, bis eine kommt von denen. Ein bisschen ausweichen. Na, komm schon. Die Musik ist ja der Wahnsinn. Moment. Komm schon. Dich nehme ich mit. Und. Back. So ist der Battleship. Das hat doch so mega viel Energie. Das wird noch ein bisschen dauern. Außer ich denke mal ein bisschen mit beim Spielen. Dieses lädt sich gerade die Energie auf, sollte eigentlich abgezogen werden. Das ist jetzt ein bisschen verwirrend. Du gehst mir ein bisschen auf den Sack. Das ist dich. Ah, das sind so viele tausend Sachen zum Drücken. Ach, mehr? Verdammt. Und Bams. Wieder viel zu früh, aber grandios. Wow. Alter, ist das krass. Gott, oh Gott. Kann ich reden, muss drücken und konzentrieren. Und auf den Arsch. Kann man bei tausend Sachen anvisieren. Der Fette, so ist noch hier im Arm und hier noch überall. Na? Aber langsam wird's schon. So, jetzt zwei noch. Und? Zack, exzellent. Geht doch. Ich bin
反逆者め、俺ではない。我はこの世界を救うと決めたのだ。大回転だと。お父様。ミスだ。我が気づく世界への礎となれ、アスラ。 なぜ迷い出た。帰る道も知らぬ。何を思う。ただあることすらできぬ。
Wow, was für ein Kampf. Und natürlich gar nicht übertrieben von der Kraft her. Synchronrate 89%, wow. 6 Amiga Vajira Asura. Und heilige Verzeichnung, 6 Amiga Vajira Asura. Vajira Weisen, Gongen Weisen, der etwas große. Und die Septentrion Schiffe. Also das Ding, das ich da zerstört habe. Okay. Und neue Sequenzen von Episode 5. Ein wertloser Sieg. Und dann Trophy, der sechsarmige Mann, jupp, mit dem ich ihn zum Schweigen gebracht habe. So. Und ja, jetzt ist es wieder mal so, dass ich fast gar nichts reinreden wollte, weil einfach der Bosskampf so mega geil war. Und jetzt bin ich schon ein bisschen überlegen, ob ich es nicht so mache, wenn ein Bosskampf ist, dass ich nichts sage. Und wenn ein normaler Kampf ist, wo einfach 1000 kleine Gegner da sind, dass ich da ein bisschen was quatsche und einfach den ganzen Rest fast nichts sage, was zwar nicht gerade so gut zu einem Let's Play passt, denn ich würde schon ein bisschen was quatschen. Mir kommt jetzt immer so vor, als würde ich dauernd die ganze geile Stimmung und die ganze geile Atmosphäre komplett zerstören mit meinem sinnlosen Gelaber. Denn das Ganze kam mir vor allem jetzt schon extrem wie eine Anime-Folge vor. Also ich muss da extrem an irgendeinen Dragon Ball Z-Kampf denken, die ganze Zeit. Okay, vielleicht nicht so extrem übertrieben krass mit den ich zerdrück dich mal mit meinen Finger, indem ich mich milliardenmal größer mache und dich einfach zerquetsche und fasst die ganze Erde mit. Und dann haut das doch einfach zurück und der explodiert einfach. Also man kann es auch ein bisschen übertreiben. Aber das haut schon ziemlich geil aus. So, und jetzt will ich mal was gucken. Zurück zum Hauptmenü. Da 15 bzw. jetzt aktuell 17 Minuten doch ein bisschen kurz sind, will ich schon mal was kurz in den Extras nachsehen. Denn da haben wir auch schon einiges drin. Und holla, die Waldfee, ganz schön viel. Genau, die Anzeigen, da haben wir auch schon was bekommen. Diese Wutanzeige, die man da oben hat, die kann ich dann auch ändern. Also von der Standardanzeige zu der Verteidiganzeige, die sieht dann so aus. Ist ja nicht gerade so ein krasser Unterschied, aber kann man ja mal wechseln. Da haben wir schon 2 von 9. Ist zumindest mal ein bisschen Abwechslung. Die Anzeige wurde geändert. Anzeige geht raus. So, Unprofile der Charaktere. Genau, da wir gerade... Moment. Wo ist er denn? Wer bist denn du? Ach, der ganz Kleine da. Gott, wie sehen die denn aus? Die sehen ja völlig dumm aus. Moment, wo ist denn der? Gummastachel, Dorfbewohner... Weisen... Das war Kaiser Strada und das waren die anderen beiden, die wir auch schon mal down gemacht haben. Okay, dann hier Weisen. Damit wir wissen, wen haben wir da gerade zerstört. Weisen, Rasse, Halbgott, Geschlecht männlich, 32, Mantra, Gewalt. Das Schild sieht ja so mega geil aus, Wahnsinn. Und die Wandmann alles richtig geil designt. Einer der 7 Gottheiten und ein arroganter Streiter. Weisen war früher ein Rohling, der nicht über Dinge nachgedacht hat. Aber seitdem er als einer der 7 Gottheiten neue Macht erlangt hat, kennzeichnet ihn seine herablassende Art, zu den Menschen zu sprechen. Er lässt keine Gelegenheit aus, sich missbilligend zu äußern. Weisen ist der starke Arm der 7 Gottheiten. Also haben wir schon den stärksten besiegt. Das ist doch schon mal ganz gut. Aber ich denke, die anderen haben auch einiges drauf und da bin ich schon mal extrem gespannt. So, Illustration gibt es auch noch. Gucken wir noch ein bisschen was nach. Dann kommt irgendwas Cooles dazu. Also meistens eher so Konzeptzeichnungen. Gongen Weisen, der ganz große. Dann kann man noch ein bisschen reinzoomen. Dead Ass, oh Gott. Das ist nicht schön. Mit der Beschreibung und alles. Weisens finale Form. Indem er sich die Kraft der Karma-Festung zunutze macht, wächst er auf die Größe eines Planeten. Allerdings kostet es ihn enorme Anstrengungen,
das Manthorn zu kontrollieren und so seine Größe aufrechtzuerhalten, was sich in schwerfälligen Bewegungen äußert. Ja, recht schnell war er ja nicht, aber hat vielleicht auch ein bisschen mit seiner Größe zu tun. So, schließen. Geht das auch? Jupp, dann der normale Weisen. Sieht schon ziemlich cool aus. Auch mit den Barten alles richtig geil. So, auch der sechsarmige Vajira Asura, wenn er richtig austickt. Zusätzlich zu Asuras beiden normalen Armen können ihm noch vier weitere im Bereich von Rücken und Schultern wachsen. Es gibt nichts, was diese sechs von einer goldenen Rüstung geschützten Arme nicht durchbrechen können. Asuras Wut sei Dank. Sieht schon ein bisschen aus wie ein Schmetterling hier unten. Sehr stylisch. So, gut, dann haben wir es auch alles mal angeguckt. Was haben wir hier noch? Ach, das komische Schiff da. Gut, juckt mich jetzt nicht so hart. Gut, da waren noch die Affen und so weiter. Okay, gut. Dann würde ich sagen, das reicht schon für diesen Part. Haben wir noch ein bisschen extra Zeugs angeguckt. Und ja, wie es weitergeht dann mit Episode 6, dessen Titel wir schon mal angucken können. Wo gab es schon Drittel freigeschaltet? Geht ja relativ flott. So. Kapitel 6 trägt den wunderschönen Namen Geständnisse einer Maske. Ach, der Typ, der uns gerade angequatscht hat. Ich dachte mir schon irgendwie, dass... Oder ist das... Yasha? Denn... Ich glaube irgendwie, dass Yasha irgendwie mein bester Kumpel ist. Und ich muss gestehen, als ich mal aufsehen die ganzen... Charakterprofile durchgelesen habe, wurde ich schon bei zwei Charakterprofilen, die ich jetzt schon angucken kann, wurde ich schon einmal, ich sag mal, leicht gespoilert, also mit einer Sache, die wir wahrscheinlich vielleicht schon im nächsten Part sehen. Und noch eine Sache, die schon etwas krasser ist, das will ich jetzt nicht genau sagen, was das genau ist. Also ist schon ein bisschen komisch, wenn man sich dann einfach mal so informiert und die ganzen Charakterprofile durchliest und dann bei sowas storymäßig gespoilert wird. Ist nicht gerade so schön, aber okay, also ich weiß nicht mehr genau, ob das wirklich... Also ich weiß ja, Yasha hat so eine komische Mütze dann aufgesetzt. Als Deus, genau Deus hieß der Typ. Als Deus da richtig Skandale gemacht hat, hat er seine komische Kappe aufgesetzt, als wird das schon Yasha sein. Und dann bin ich schon mal ziemlich gespannt, was das für ein Geständnis sein wird. Und ich hoffentlich auch. Also, bis nächstes Mal bei Let's Play Asuras Wrath. Und ich denke mal, ab dem nächsten Part mache ich es wirklich so, dass ich, wenn es ein Bosskampf ist, ich so gut wie nichts sage. Wenn es ein kleinerer Kampf ist, dann karte ich schon ein bisschen rein. Denn sonst zerstöre ich doch ein bisschen zu krass die ganze Atmosphäre. Und das wollen wir auch nicht. Also, danke fürs Zugucken und bis zum nächsten Mal. Ciao!